Eine Kombination aus Gastronomie und Shopping ist es geworden, die neue Macherei im Gebäude der ehemaligen Konditorei Macher in Bruck. Das Konzept, das an internationalen Städten Maß genommen hat, wurde am Montag in Bruck an der Mur eröffnet. Herr Bürgermeister, mit der Macherei wird die Innenstadt jetzt mit einem neuen Lokal wieder belebt. Ja, der Macher ist sozusagen bei uns immer eine Leerstelle gewesen. Und lang haben wir gewartet und die Brucker und Bruckerinnen mit Neugier, was da jetzt passiert. Und jetzt hat die Karin Hauser gemeinsam mit dem Ottmar Mahle da was Tolles versucht. Ein schönes Kaffeehaus, wunderschön eingerichtet, edel möbliert und dazu ein Modegeschäft und da hinten Street Art, angesagte Vielfalt in Bruck an der Mur. Macherinnen und Macher können auf bestimmte Zeit die Fläche anmieten. Herr Malik, das Haus wird wieder neu belebt mit einer Cafeteria und mit einem Trachtengeschäft. Ist das sehr wichtig für die Innenstadt? Absolut, das Haus Macher erlebt eine neue Blüte. Wir haben heute den ersten Tag, wo die Macherei geöffnet ist, mit dem Shop-in-Shop-Konzept. Es wird sehr hervorragend angenommen und wir freuen uns schon auf die kommende Zeit. Inspiriert von aktuellen Trends und Gastronomiekunst erwartet auch die Gäste in den neuen Räumlichkeiten ein gemütliches Ambiente sowie zwei Pop-up-Stores, in denen wechselnd Anbieter Kreatives und Besonderes zum Verkauf anbieten. Ja, grüß euch, das ist die Roswitha Hieden, das ist eben neu für uns. Die Brucker haben uns gefragt, was wir Neues machen können. Jetzt habe ich gesagt, ein Pop-up-Store, perfekt, mal zum Probieren, 2-3 Monate. Und einfach neue Mode und ein bisschen neuen Schwung nach Bruck zu bringen. Ein Shop-Konzept ist so aufgebaut, dass wir Damen, Herren und Kindermode haben, in allen Größen, auch Schuhe dazu. Und einfach, dass man sie von oben bis unten anziehen kann. Dass wir Größen haben von Größe 30 bis 50, dass ja jede Frau was Schönes findet. Geschäftsführerin Karin Hauser, die fest in der Region verankert ist, stellt sich mit reichlich Gastronomieerfahrung und wirtschaftlichem Background der spannenden Aufgabe. Die Macherei mit einem neuen Verkaufskonzept, wie schaut das aus? Und unser Shop-Konzept sieht so aus, dass wir zusätzlich zu unserem Café-Restaurant-Bereich noch zwei Einkaufsgeschäfte drinnen haben, wo sie nebenbei beim Genuss von Kaffee und Speisen auch noch shoppen können. Die Macherei, ein Treffpunkt für alle aus nah und fern. Die Wirtschaftskammer versucht ständig durch persönlichen Kontakt zu den Unternehmern auf deren Probleme und Anliegen näher einzugehen. Wirtschaftskammer-Vizepräsident Andreas Herz, Regionalstellenobmann Erwin Fuchs und Regionalstellenleiterin Martina Roman-Kirner sowie Vertreter der regionalen Medien tourten am Montag durch den Bezirk und machten sich ein Bild der derzeitigen wirtschaftlichen Situation. Ein Hauptthema dieser Tour war der Facharbeitermangel in der Region. Ja, das ist ein Thema, das uns schon seit Jahren begleitet und man kann nicht genug oft das erwähnen und auch zu den Eltern, Jugendlichen immer wieder das gleiche Ansinnen stellen. Bitte kommt und macht eine Lehre. Es gibt ganz, ganz große Möglichkeiten mit einer Lehre und nach oben hin ist der Weg natürlich jedem offen für Weiterbildung, Matura, Studium und so weiter. Was ist ein Facharbeiter? Ein Facharbeiter ist für mich einer der, sag ich mal, der interessantesten Berufe überhaupt oder Jobs. Der Jugendliche oder die Jugendliche, die werden in spezielle Fachbereiche eingeführt, sei es jetzt in der Kfz oder nehme ich jetzt meine Branche, Heizungs- und Lüftungstechnik, Elektrotechnik, die ganzen Metallverarbeitungsbetriebe und so weiter. Also er lernt es von der Pike auf. Er lernt, wo kommt das Material her, wie entsteht etwas, wie wird was produziert, wie wird was bearbeitet. Es ist sehr viel sag ich mal, Know-how notwendig, das wird dann in den Schulen noch vertieft mit der Praxis zusammen. Und da sind wir weltweit auf einem der besten Wege mit unserem dualen Ausbildungssystem. Also der Jugendliche lernt wirklich von der Pike auf das Fach so, wie es sich gehört, damit er dann bei allen möglichen Themen immer seinen Mann oder seine Frau stellen kann. Die Wirtschaftskammer on Tour in der Obersteiermark im Bezirk Bruck mit Zuschlag.
was ergibt sich daraus? Naja, wir besuchen unsere Betriebe, wir machen das ja in der ganzen Steiermark. Heute sind wir da im Bezirk unterwegs und man sieht einfach, dass wir tolle Betriebe haben mit sehr, sehr guten Mitarbeitern, aber natürlich auch Herausforderungen auf uns zukommen, wie zum Beispiel der Fachkräftemangel und andere Dinge. Das schauen wir uns an und wir schauen dann auch, wo drückt es dem Unternehmer, wo braucht er Unterstützung, was kann er uns mitgeben für unsere Arbeit, und funktioniert recht gut heute bei der Firma Hausmann, ganz ein toller Familienbetrieb. Das Thema Fachkräftemangel, was kann man dagegen tun oder was wird dagegen gemacht? Ja, man muss im Prinzip in Bildung investieren. Der Schlüssel für die Zukunft ist sicher Bildung, und die Wirtschaftskammer hat ja mit dem Talent Center, aber auch mit dem Center of Excellence, Euroskills zum Beispiel, viele, viele Maßnahmen gesetzt, dass wir im Prinzip auch uns ganz breit im Bereich Bildung aufstellen. Und das ist sicher ein wesentlicher Teil für die Zukunft, ja, die Fachkräfte im Prinzip auszubilden, die wir dann brauchen. Ja. Herr Hausmann, die Wirtschaftskammer heute zu Besuch bei der Firma Hausmann, wie wichtig ist das für einen Betrieb? Naja, das ist für uns schon wichtig, dass wir öffentlich wahrgenommen werden, dass es Interesse gibt von unseren Interessenvertretern, die wir sonst nicht so häufig sehen. Und ich glaube, man kann sich ja gut austauschen über die Problematik, die im Moment im Handel da ist. Problematik wurde heute gesprochen bei der Pressekonferenz über Facharbeitermangel. Wie wirkt sich das in Verkauf und Handel aus? Naja, für uns ist es vorhin sichtbar beim Lehrlingsproblem. Nicht? Wir hatten früher überhaupt kein Problem mit Lehrlingen, und in zunehmendem Maße geht uns die Jugend verloren. Ja? Also das ist schon eine schwierige Situation im Moment. Da geht es nicht um Fachkräfte, sondern um den Nachwuchs. Wie kann man dagegen steuern? Schwierig. Öffentlichkeitsarbeit natürlich durch Bekannte und Verwandte. Ein richtiges Rezept hätten wir auch noch nicht gefunden. Like a bird on a tree. Was für ein Jubiläum! 100 Jahre KSV 1919 gilt es zu feiern. Im Kapfenberger VGT-Stadion am 6. Juli sei auch du dabei. Ja, KSV 1919, das heißt, der Fußballverein wird 100 Jahre alt. Gegründet nach dem Ersten Weltkrieg 1919, war ja eine schwierige Zeit, und da wurden ja dann schon langsam die Vereine gegründet oder Fußballvereine. Der Kapfenberger Fußballverein ist eigentlich die Basis des gesamten Sports in Kapfenberg, und erst viele Jahre später kamen dann andere Sparten dazu. Deswegen feiern wir heuer das 100-Jahr-Jubiläum. Am 6. Juli wird das gefeiert, und zwar Beginn um 11.30 Uhr hier im Stadion mit viel Programm. Und das kann sich sehen und hören lassen, denn es wird ein unvergessliches Event für alle, die dabei sein wollen. Bitte an alle Spieler, die jemals beim KSV gespielt haben, bitte kommt ins Stadion, besucht uns, wir haben ein tolles Programm. Und auch tolle Fanartikel anlässlich dieser 100-Jahr-Feier des KSV 1919. Daher ist es besonders wichtig. Deswegen ist meine Bitte, kommt alle, seid alle herzlich eingeladen. Jeder, der irgendwann einmal mit dem Verein was zu tun gehabt hat, beziehungsweise gespielt hat hier. Und es gibt auch ein... so quasi die Jahrhundertbratwurst mit einem Getränk um 1 Euro. Wir bemühen uns da sehr, dass wir auch viel bieten können. Und im Anschluss dann um 16.30 Uhr gibt es das Spiel Kapfenberg gegen Sturm Graz. Und hier gibt es ja auch eine lange Tradition. Diese beiden Vereine haben sich ja lange duelliert, damals in der Regionalliga, immer wieder mit dem Aufstieg. Und ich glaube, das wird eine tolle Party. Am Abend gibt es dann noch eine Musikgruppe, Bratelfetten. Und ich bitte, kommt, wir wollen ein schönes Fest feiern und wollen auch die ganze Region dazu einladen.